Antenne Frankfurt hier am Montagabend. Ja, am vergangenen Samstag hat der SC Hessen 3 Eichen in der Fußballregionalliga Südwest 0-1 gegen den TSV Steinbach verloren. Morgen Abend geht's schon weiter. Dann spielt 3 Eich auswärts gegen Waldhof Mannheim. Rudi Bommer des SC Hessen 3 Eich. Wie ging's der Mannschaft denn nach dem verlorenen Spiel am Samstag? Ja, nach dem Spiel ging es der Mannschaft natürlich nicht gut. Wenn man Niederlage einfährt, ist das halt immer auch eine extra Sache, wo die Köpfe dann auch so ein Stück weit auf den Boden gehen, wo man weiß, man hat gearbeitet bei dieser Hitze vor allen Dingen und geht mit leeren Händen nach Hause. Aber man muss auch sagen, dass Steinbach eine richtig, richtig gute Mannschaft war. Die haben nach vorne hin schon eine sehr gute Qualität gehabt, auch im Offensivbereich, die uns natürlich dann das ein oder andere dann auch vor Problem gestellt hatte. Okay, also morgen heißt es dann beim Auswärtsspiel gegen SV Waldhof alles geben. Was erwartet Sie vom Spiel? Wir gehen natürlich auch wie die ersten beiden Spielen genauso die Sache an. Wir wollen natürlich auch mal punkten und wir schicken die Jungs natürlich raus, auch erstmal auf den Dreier zu spielen. Was letztendlich dann dabei rauskommt, das muss man sich immer erarbeiten. Aber ich hoffe auch, dass wir diese Patzer, die wir im Moment noch machen, auch schnellstmöglich abstellen. Man hat halt in der Regionalliga eben nicht mehr so lange Zeit wie in der Hessenliga, um dann letztendlich die Abschlüsse zu tätigen. Das muss alles schnellstmöglich abgestellt werden. Die Jungs müssen sich schnellstmöglich umstellen und da bin ich auch nicht bange, dass sie den ersten Dreier dann auch schon mal einfahren können, auch auswärts. Okay. Gut, danke, Rudi Bommer war das am Samstag. Ja, da hat es leider nicht für einen Sieg gereicht. Morgen trifft der SC Hessen 3 Eich dann auf den SV Waldhof. Wir drücken natürlich die Daumen, damit der dritte Spieltag dann wirklich besser läuft.